Das iPhone 14 wird großartig werden und für viele gleichzeitig eine Riesenenttäuschung sein. In diesem Video verrate ich euch, warum sich das Warten auf das iPhone 14 trotzdem lohnt und das Beste ist, dass wir exklusive Informationen vorliegen haben, sodass wir viele Leaks und Gerüchte, die derzeit so kursieren, einordnen können und sagen können, was davon stimmt und was nicht. Legen wir aber erstmal los mit dem Design. Ja, erstmal die gute Nachricht vorweg. Es wird ein neues Design geben. Auf vielen Bildern sehen wir ja aktuell diese neue Notch, nenne ich sie jetzt mal. Also nicht die alte Einkerbung, die Apple seit 2017 verbaut. Gut, im letzten Jahr war sie rund 20% kleiner. Der Unterschied fällt meiner Meinung nach jetzt aber nicht wirklich auf. Ganz ehrlich, sie stört immer noch so sehr wie vorher. Egal, Notch wird bald vorbei sein. Stattdessen sehen wir jetzt überall dieses Punch-Hole-Design mit einer Pille daneben, was im Netz für viel Diskussion gesorgt hat. Das ist eben ein Design, was nicht jedem gefällt. Und ganz ehrlich, ich hatte schon vor 4 Monaten recht. Da habe ich nämlich Folgendes gesagt. Ich glaube ja, dass Apple sich für ein außergewöhnliches Design entscheidet, das ähnlich wie die Notch polarisiert. Und jetzt kann ich auch mal so ein bisschen auf Apple-Leaker machen, denn wir haben Informationen vorliegen, die bestätigen, dass die iPhone 14 Modelle dieses neue Kameradesign bekommen werden. Ganz sicher, was die Pro-Modelle angeht. Bei den Nicht-Pro-Modellen sieht es auch ganz gut aus, wobei Apple auch hier für eine klare Abgrenzung zwischen Pro und Nicht-Pro weiterhin so auf die Notch setzen könnte. Für die, die das neue Design super hässlich finden, ist das natürlich enttäuschend. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das Design schon ziemlich cool finde. Auf jeden Fall besser als die Notch und ich glaube, am Ende ist es einfach eine Gewöhnungssache. Ich bin jedenfalls wirklich sehr gespannt, wie das hinterher in echt aussehen wird. Die aktuellen Renderbilder sehen aber schon wirklich sehr, sehr cool aus. Ansonsten wird sich am Design nicht allzu viel ändern. Natürlich wird das iPhone 14 eine neue Farbe bekommen. Hier sehen wir ja eine lilafarbene Variante. Da wäre ich jetzt aber etwas vorsichtig. Auch im letzten Jahr dachten wir ziemlich sicher, dass wir ein orangenes iPhone 13 Pro bekommen. Wie wir wissen, ist es dann ein neues Blau geworden. Daher, wie gesagt, würde ich jetzt nicht mein gesamtes Geld draufsetzen. Das Lila sieht aber schon sehr, sehr nice aus, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ja, die Displayrahmen werden jedenfalls nochmal etwas dünner werden, finde ich eigentlich auch cool. Ansonsten behält das iPhone sein kantiges Design, das wir ja schon seit dem iPhone 12 kennen. Nur auf der Rückseite verändert sich noch was, nämlich bei der Kamera. Ja, auch hier kann ich bestätigen, die Kamera wird deutlich größer als bisher. Das Kameramodul im iPhone 13 ist ja schon größer geworden als noch im iPhone 12. Ich finde, das ist eigentlich schon fast zu groß ist, auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, wie das aussehen soll, wenn das Modul auf der Rückseite noch größer ist. Aber gut, große Kameramodule sind bei Smartphones ja aktuell im Trend. Also, was das Design angeht, wissen wir sehr, sehr sicher, dass die Kamera größer wird. Das zeigen auch andere Berichte, wonach Hüllen des iPhone 14 bereits geleakt wurden. Da kann man gut erkennen, dass das Modul größer wird. Was noch nicht zu 100% sicher ist, ist die Frage, was für eine Technik Apple dort verbaut. Aktuell gibt es Gerüchte über einen 48-Megapixel-Sensor, der aber immer noch ein 12-Megapixel-Endbild erzeugen würde, aber eben mit einer viel, viel besseren Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Und auch 8K in den Pro-Modellen sei angeblich möglich. Und damit wären wir schon beim Thema. Modelle. Auch hier gibt es Neuerungen, die nicht jedem gefallen dürften. Unsere Quellen sagen, dass das iPhone Mini verschwinden wird. Das deckt sich auch mit vielen anderen Gerüchten und Berichten. Ist jetzt also nicht mehr so das ganz große Geheimnis. Heißt also, das iPhone 14 wird es nur in 2 Größen geben, mit 6,1 und 6,7 Zoll. Also ein großes und ein kleines Pro-Modell und ein großes und ein kleines Nicht-Pro-Modell. Also iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Spannend wird es bei den Prozessoren, die Apple in diesen Modellen verbaut. Erstmals macht Apple wohl Unterschiede. Die Pro-Modelle werden voraussichtlich den A16-Chip bekommen und damit wohl recht sicher wieder einmal den leistungsstärksten Chip, den man so in einem Smartphone bekommen kann. Die Nicht-Pro-Modelle aber werden wohl nur einen etwas aufgemotzten A15 bekommen, der ja schon im iPhone 13 steckt. Das wird schon sehr spannend werden, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass manche neuen Features nur mit dem neuen A16-Chip funktionieren werden und daher die Nicht-Pro-Modelle hier und da so ein bisschen leer ausgehen werden. Das fände ich jetzt als Kunde schon irgendwie sehr enttäuschend. Nicht jeder braucht ein Pro-Modell. Wenn ich aber bestimmte Features erst gar nicht in den normalen Geräten bekomme, und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen übertriebenen Kamera-Features wie 8K, das eigentlich eh niemand braucht, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann wäre ich ja gezwungen, die deutlich teureren Pro-Modelle zu kaufen. Da würde ich mir irgendwie verarscht vorkommen.
So, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Gerüchten. Wird es USB-C geben? Nope, natürlich nicht. Ich meine, was hat man auch anderes erwartet, oder? Also höchstwahrscheinlich bleibt Apple bei Lightning, wobei Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple damit begonnen haben soll, iPhone-Modelle mit USB-C zu testen. Der Grund ist ja auch ganz simpel. Die EU will ja deutlich strengere Regulierungen der Anschlüsse durchsetzen, um Elektroschrott zu reduzieren. Finde ich auch sehr gut. Aber USB-C im iPhone 14 wird es wohl erstmal nicht geben. Was aber ganz gut aussieht, ist, dass wir im iPhone 14 tatsächlich ein Always-On-Display bekommen. Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, berichtet, dass er in diesem Jahr von Apple ein LPTO-Display erwartet, das die Bildwiederholfrequenz auf 1 Hertz senkt, wenn es nicht benutzt wird. Das ist sogar noch niedriger als beim OLED-Display des iPhone 13, das sinkt ja auf 10 Hertz. Und hier ist man sich ziemlich sicher, dass, wenn es kommt, es nur für die Pro-Modelle verfügbar sein wird. Also insgesamt erwarten uns schon eigentlich recht viele Neuerungen. Eine neue Notch, eine neue Kamera, eine neue Farbe, ein Always-On-Display vielleicht. Wie das übrigens aussehen könnte, das verrate ich euch in diesem Video. Gerne mal draufklicken. Die Pro-Modelle werden jedenfalls richtig cool werden, da bin ich mir sicher. Die Nicht-Pro-Modelle allerdings, die werden vermutlich eine ziemlich große Enttäuschung sein. Zumindest für diejenigen, die sich große Veränderungen im Vergleich zum iPhone 13 erhoffen. Seid mal ehrlich, würdet ihr euch ein iPhone 14 Pro kaufen, wenn es all die Dinge bekommen würde, über die wir jetzt hier gesprochen haben? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.